Guten Tag, wir sind hier am letzten Zipfel von Deutschland und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern rein geografisch, denn hier ist noch Deutschland, aber wenn wir ein paar Meter rüberschauen, dann sind wir schon in der Schweiz. Erstmal bleiben wir allerdings auf der deutschen Seite des Rheins und suchen an diesen traumhaft schönen Flecken nicht nach Tieren, sondern nach Menschen, die hier ganz am Ende von Deutschland leben. Wir finden Oliver Bier. Er wohnt schon hier, seit er 2 Jahre alt ist. Wie ist es an der Grenze zu wohnen? Was ist hier vielleicht anders? Anders ist, dass wir halt hier im direkten Nachbargebiet die Schweiz haben. Aber das heißt nicht, dass da alles aufhört, sondern wir leben eigentlich mit den Schweizern genauso zusammen. Das heißt, die Grenze irgendwie auf dem Papier da, aber Sie spüren die gar nicht so richtig? Überhaupt nicht. Nee? Wir leben hier miteinander, wir arbeiten hier miteinander. Viele Schweizer kommen rüber zum Arbeiten. Noch mehr Deutsche gehen in die Schweiz zum Arbeiten, weil es lukrativer ist. Und es ist halt ein Miteinander. Oliver Bier arbeitet in Deutschland. Seit über 20 Jahren betreibt er mit seiner Frau diesen Campingplatz in Waldshut. Mit direktem Blick über den Rhein auf die Schweizer Nachbarn.